Tritra Trullala, Ortspedia ist wieder da mit dem 28. Spieltag und vielleicht der Entscheidung in dieser Bundesliga-Saison. Und mit der Frage, ist der Typ da neben mir noch ganz knusper, hat er alle Latten am Rost oder will er uns David Lynch-like irgendwas beweisen? Ja, herzlich willkommen. Was für ein Spieltag, die Vorentscheidung vielleicht zur Meisterschaft. Dazu müssten die Bayern gewinnen oder die Dortmunder machen es nach wie vor spannend. Erstmal mitten rein in diesen Spieltag mit dem Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern. Ja, und du sagst eins ganz richtig, das ist die Vorentscheidung. Wenn die Vorzeichen andersrum wären, Dortmund 4 Punkte Vorsprung hätte, dann würde ich sagen, der Kass ist noch lange gebissen. Aber bei dem Spiel muss jetzt Dortmund zeigen, dass die zwei Geistergewinne zurechtkommen aufgrund der Leistungsstärke. Aber auch der große FC Bayern hat sich mit Ruhm bekleckert. 2-0 bei Union Berlin, 5-2 gegen Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind heiß wie Frittenfett und wir können uns auf ein richtig geiles Spitzenspiel, erster gegen den zweiten, freuen. Möchtest du jetzt noch die Frage beantworten, was mit dir nicht ganz stimmt, oder ist das zum Ende hin erst? Nur weil ich mir heute die Haare wiederholt selbst geschnitten habe, ist eigentlich alles in Ordnung mit mir ansonsten. Darauf möchte ich jetzt noch nicht eingehen. Das ist okay. Hier für später noch eine Überraschung und vielleicht der ein oder andere wird sich zusammenreimen können, was dieser Auftritt dann am Anfang zu bedeuten hatte. Aber dazu müsste man schon ein Fan eines speziellen Vereins sein. Aber hier geht's jetzt. Jetzt weiß ich's. Es hat etwas mit einem Lied und zwei Bergen zu tun, oder? Ja, vielleicht, ja, genau. Aber hier, was willst du wetten? Also ich habe hier natürlich schon meine Meinung dazu, denn ich hoffe, dass die Meisterschaft eben nicht entschieden wird, sondern weiterhin offen gehalten wird. Ich traue aber Dortmund irgendwie natürlich nie über den Weg und denke auch, dass Bayern aktuell sehr, sehr stark ist. Hat mir gut gefallen, dass du gesagt hast, die haben sich mit Ruhm bekleckert und das sehe ich ähnlich. Die Bayern-Quote deswegen sehr attraktiv mit 1,93. Ich finde aber noch attraktiver ist das Unentschieden mit 4,33. Vor allem, weil ich irgendwie, frag mich nicht warum, kann es nicht rational argumentieren, beziehungsweise würde das wahrscheinlich zu lange dauern, im Kopf ein 1:1 habe, nur so weit. Deswegen würde ich hier mit 0,25 Einheiten, um eine Einheit oder sogar ein bisschen mehr zu gewinnen, auf das Unentschieden gehen. Gefühlt finde ich auch ein Unentschieden am wahrscheinlichsten. Deshalb ist ja die Gewinnquote, die man da bekommt, witzigerweise die unwahrscheinlichste. Aber ich glaube auch, dass je nachdem, wie der Spielverlauf natürlich ist, Bayern irgendwann sagt, Unentschieden reicht uns, um weiterhin gemütlichen Abstand zu haben. Ich glaube aber auch, dass beide Mannschaften so potent in der Offensive sind, dass wir hier wirklich uns mal eine Torwette raussuchen sollten. Ja, aber das ist ja das, was alle denken. Und deswegen, so ein Populismus will ich hier gar nicht irgendwie reinlassen, weil natürlich werden die Buchmacher auch sagen, oh, hier spielt Borussia Dortmund, die natürlich eine gute Offensive haben gegen Bayern München, die auch eine gute Offensive haben, dann geben wir da halt eine Quote von 1,4 auf über 2,5 Tore. Deswegen, ja, klar, jetzt. Kannst du auch über 3,5 geben, aber wenn nur eben das Spiel 1-1 ausgeht, wovon ich halt einfach ausgehe, müsstest du was anderes tippen. Deswegen kann ich hier keine Torwette hier eingehen. Na gut, du hast halt den Vorteil jetzt gehabt, dass du die Quote wahrscheinlich davor schon gekannt hast. Nee, das habe ich halt laut meiner Erfahrung hergeleitet. Ich ganz gerne gegen diese Trends setze, wenn es um die Torwetten geht, wie du in dem einen oder anderen Video schon vielleicht zugehört hast. Aber in dem Fall ist die Quote nicht spannend genug und alles, was über 3,5 Tore wird eh ganz, ganz selten und ungern getippt. Über 3 ist manchmal interessant. Aber wir bleiben jetzt bei dem X, denn da stehen wir beide dahinter. Und das hoffen wir auch, denn das würde so eine Grundspannung aufrechterhalten. Sieg für Bayern, dann ist, glaube ich, vorbei. Hier treffen im nächsten Spiel zwei Mannschaften aufeinander, die am letzten Spieltag verloren haben. Frankfurt kann von Niederlagen jetzt langsam ein Lied singen. Und wir haben schon letzte Woche gesagt, die müssen echt ungemein darauf aufpassen, dass sie nicht noch im Abstiegskampf reinkommen. Denn sie waren ja mal wirklich auf einem einstelligen Tabellenplatz ganz gut. Aber jetzt mit so vielen Niederlagen in Folge ist das Selbstbewusstsein nicht da. Und Freiburg auswärts, glaube ich, tut sich immer leichter, gerade gegen halbwegs gleich starke Gegner, wo sie auch nicht das Spiel machen müssen. Von daher
sehe ich hier auch eher die Tendenz zu einem Unentschieden mit leichten Vorteilen von Freiburg aufgrund der Vorzeichen. Ich glaube, Frankfurt hat immer noch nicht kapiert, dass sie 100% geben müssen, um Spiele zu gewinnen, dass sie beißen müssen. Und jetzt habe ich genug Zeit kaschiert mit Worten, dass du umblenden kannst, weil im Hintergrund gehst du ja ab wie sonst was. Siehst du hier eine Wette? Ja, mich reizt die Zweierquote auf Frankfurt, denn die werden nicht immer verlieren und die haben jetzt genug verloren, sind eigentlich nicht so verkehrt. Ich meine, 5 Tore gegen Bayern gefangen, klar, aber sie haben auch 2 geschossen und deswegen sage ich, man muss sich auf die positiven Dinge hier konzentrieren. Und Freiburg war jetzt die letzten beiden Spiele beide Male echt in einer Nachspielzeit oder kurz vor Ende der Partie dran, dass sie gegen Leipzig gewinnen und gegen Bremen nicht verlieren. Aber im Endeffekt, beide Male wurden ihre Tore nicht gegeben. Dank Videoassistent, Videobeweis. Und im Endeffekt wurden sie da um den vielleicht wohlverdienten Lohn gebracht, auch wenn sie nicht wirklich eine Power-Mannschaft sind. Die Frankfurter müssen einfach mal wieder punkten. Und wenn nicht gegen relativ schwache Freiburger, wann denn dann? Und deswegen fände ich diese Zweierquote für eine Spekulation recht interessant, aber da kommen wir wahrscheinlich nicht zu einem Agreement. Leider nicht, weil man muss berücksichtigen, wie die auftreten. Und Freiburg darfst du auch nicht vergessen, die haben sogar noch Europa League-Chancen. Also halten wir uns mal zurück, wir finden bestimmt noch weitere Wetten. Vorgestern waren es nur 2, dafür beide richtig. Ist doch auch ganz cool. Jetzt kommen die Leverkusener, die ich zu Unrecht seit 2 Spieltagen komplett vernachlässigt und unterschätzt habe. Deshalb bin ich mal gespannt, ob du hier etwas siehst gegen Wolfsburg. Ja, und der Trend müsste ja jetzt lauten, oh Leverkusen, wie haben die toll gespielt? Wir setzen auf einen Sieg der Leverkusener. Würde ich auch sogar machen, aber mir ist die Quote einfach ein bisschen zu niedrig. Dafür, dass die Wolfsburger eigentlich an einem guten Tag, sage ich mal, hier definitiv einen Punkt holen können. Und Leverkusen ja auch in der Vorrunde zumindest öfter mal wankelmütig war. Von daher ist mir das hier ein bisschen zu heiß für eine relativ schwache Leverkusener Quote, auch wenn ich die natürlich sehr stark einschätze. Wenn alles normal läuft, müsste man auf Leverkusen setzen, auch bei dieser Quote. Aber was ist denn schon normal in der Bundesliga allgemein und gerade zu diesen Zeiten? Deswegen enthalte ich mir hier einen Tipp abzugeben. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Auf Leverkusen hat man sich schon oft genug eingeschossen und verloren. Jetzt wiederum wird es spannend, denn aus zweierlei Gründen. Gladbach als Favorit und potenzieller Champions League-Teilnehmer mit einer unglaublich guten Quote gegen den Tabellenvorletzten, der jetzt aber nach einer katastrophalen Niederlage gegen Leverkusen wieder Lunte gerochen hat. 1-0 in Freiburg, du hast es gerade angesprochen, Glück gehabt, dass das 1-1 über die Runden gerettet worden ist, auch dank dem Videoschiedsrichter. Aber so Glück kann auch der Auslöser sein, dass unser Werder Bremen wieder empor aufsteigt. Und Gladbach ist dann wieder einer der Spitzenteams, die nicht so konstant sind wie andere, und Werder mit Selbstbewusstsein ist kein Tabellen-17. Haben sie Selbstbewusstsein oder nicht? Ich hoffe einfach, ein Punkt würde mir hier schon reichen. Da könnte man 1x einfach mal sich was gönnen, Radek, oder? Also ich habe mich für dich und auch für Bremen und allgemein für den Fußball eigentlich gefreut, dass Bremen diese 3 Punkte geholt hat. Ist ja natürlich ein Traditionsverein, der in die Bundesliga gehört, aber das haben Hamburg und Stuttgart auch mal gedacht. Und naja, deswegen bin ich nicht davon überzeugt, weil der Sieg schon sehr glücklich war und auch nicht besonders glorreich, aber man muss halt solche Spiele auch mal mit Glück gewinnen, gerade wenn du hinten drin stehst. Deswegen denke ich auch, dass die Chance besteht, dass Bremen jetzt durchaus mit einer Trotzreaktion jetzt auch vielleicht Gladbach hier ärgern kann, und dann wäre so ein Asian Handicap interessant, aber da ist schon auch sehr viel Wunschvater des Gedanken und viel Spekulation, sodass ich jetzt davon Abstand nehme, auf Bremen zu setzen, auch wenn ich natürlich hoffe, dass sie hier was reißen, aber es ist natürlich schon ein bisschen
zu viel gesagt nach einem schwachen Spiel und nach einem schwachen Sieg hier jetzt gegen eine Mannschaft auf Bremen irgendwie eine Wette zu platzieren. Ja, dazu Folgendes sei gesagt, auch wenn wir hier uns für keine Wette finden können. Hoffnung ist beim Wetten ein schlechter Ratgeber. Meine Hoffnung ist, dass Bremen hier punktet. 1x würde sogar für die doppelte Chance eine richtig gute Quote geben. Genauso gut könnte man aber auch auf Gladbach Asian Handicap gehen, denn meine Meinung, und das ist natürlich jetzt dämlich zu sagen, dass alle drei Ergebnisse passieren können, aber entweder holt Bremen einen Punkt oder Gladbach gewinnt das 3-0. Also lassen wir mal lieber das mit einer Wette und schauen zu Mittwoch, denn da geht's weiter mit Leipzig gegen Hertha BSC. Und hier, Radek, bin ich gespannt, denn die Hertha mit Labbadia, die geht ja ab ohne Ende, hat eine heftige Quote. Und Leipzig hat zwar gegen den Werner gewonnen, aber gegen Freiburg unentschieden gespielt. Ja, gut, aber man muss ja das letzte Spiel mal als Referenz nehmen. Deswegen ist die Quote für Leipzig und auch aufgrund der Tabellenplätze hier extrem niedrig für Leipzig. Zu niedrig, wenn man die Labbadia-Berliner anschaut, die ja auch viele Tore geschossen haben, das Hauptstadtderby gewonnen haben und auch in der Defensive absolut einen tollen Job gemacht haben. Wenn wir uns jetzt die letzten beiden Spiele nach dem Restart anschauen, 4-0, 3-0 haben sie gewonnen. Also das ist eine Mannschaft, die kann auch Leipzig vielleicht sogar ein bisschen ärgern, weil das haben ja auch die Freiburger in Leipzig geschafft, die Leipziger an den Rand einer Niederlage zu bringen. Warum sollte das dann nicht auch Berlin gelingen, wenn die gerade Oberwasser haben? Und wie man sieht, im Hinspiel fielen viele Tore. Aber ich kann mich dunkel erinnern, dass nicht vor allzu langer Zeit Hertha mal sogar nicht schlecht aussah gegen Leipzig. Okay, ist schon wieder drei oder fast drei Jahre her. Egal, die Quote für Leipzig lächerlich niedrig. Hier Asian Handicap auf Berlin würde mich in der Tat sogar vielleicht sogar reizen, denn ich glaube nicht, dass die mit zwei Toren Rückstand verlieren, aber dann musst du halt hoffen, dass sie nur mit einem Torunterschied verlieren, dann kriegst du halt eine 1,99er Quote, wie wir hier sehen. Was sagt der Berlin, der glühende Herr Thaner? Ja, der sagt zu krass. Der ist sich zu unsicher. Mhm. Ja, kein Thema. Also gibt bessere Wetten und dazu kommen wir jetzt, nämlich Augsburg gegen Paderborn. Und jetzt kann ich endlich meine Hand zeigen, denn das ist ja der Kaschball. Und wer den YouTube-Kanal des FC Augsburg kennt, der weiß, zu allen Heimspielen gibt der Kaschball der Augsburger Puppenkiste immer einen Tipp ab. Und komischerweise tippt er natürlich immer auf Heimsieg für die Augsburger. Und gerade bei diesem Spiel würde ich ihm zustimmen. Vor allem, weil die Quote hier mit 1,98 sehr attraktiv ist gegen Paderborn, das jetzt einfach keine Argumente hat, warum die ein Spiel gewinnen sollten. Siehst du das anders? Zweimal unentschieden, zwei gespielt. Das ist ganz cool für Paderborn. Aber sie haben in der Offensive nicht geglänzt und auch zu wenig Chancen gehabt. Sie hatten zwar bei beiden Spielen jetzt nach der Pause jeweils in der Schlussminute oder in den Schluss 10 Minuten nochmal zwei mehr oder weniger hundertprozentige Chancen. Aber auch wenn sie nicht mal einen Dreier-Sieg holen, dann ist halt schwierig mit dem Selbstbewusstsein. Hingegen Augsburg sollte man bedenken, ein geiler Sieg auf Schalke. Und auch gegen Wolfsburg sahen sie ganz gut aus, sind sogar 2-1 in Führung gegangen, bis dann auch der Videoschiedsrichter wieder eingesprungen ist. Also das heißt, ich finde die Quote, eine Zweierquote auf Augsburg sehr, sehr hoch. Und bei Paderborn sollte man auch nicht unterschätzen, die haben ein sehr, sehr laufintensives Spiel, kämpfen sehr viel und jetzt auch ein bisschen weniger Pause als üblich. Vielleicht noch nicht ganz dritt, Augsburg mit dem Rückenwind. Quote wird eingeloggt, 1,98 zu hoch. Mhm. Und vor allem eins muss man noch dazu sagen, Heiko Herrlich war ja oder ist jetzt ja Trainer in Augsburg und hat ja da auch bisher offensichtlich echt ganz gute Arbeit geleistet, zumindest sportlich gesehen. Und deswegen Augsburg stark gegen Schalke und im Heimspiel höherer Favorit als diese Quote, meiner Meinung nach. Und deswegen Sieg für Augsburg, danke Kaschball, ciao. Und das ist der Tipp, nämlich hier auf den Heimsieg der Fuggerstädter.
Ich muss aber noch eine kleine Lanze brechen. Ich fand jetzt nicht, dass der Vorgänger, der Herr Schmidt, da unbedingt, also es war eine überraschende Entlassung für mich. Ich fand, dass der auch gute Arbeit gemacht hat. Also ich finde jetzt nicht, dass Herrlich da eine mega Wende reingebracht hat. Aber trotzdem, Heiko, schön, dass du auch nicht in den Supermarkt gegangen bist. Hoffenheim gegen Köln. Köln nach einer 2-0 Rückstand nochmal in den Schlussminuten, in den letzten 5 Minuten zurückgekommen. 2-2 davor selber geführt und 2-2 gespielt gegen Mainz. Also Hoffenheim unentschieden in Paderborn, spielbestimmende Mannschaft, aber nicht zwingend genug. Hier spricht eigentlich viel auf, also normalerweise würde ich sagen, ich sehe Köln nicht chancenlos. Aber wenn man jetzt doch die Quoten anschaut, muss man sagen, wenn Hoffenheim sein Potenzial abruft, dann können sie das in mindestens 8 von 10 Heimspielen gegen Köln gewinnen. Und dafür ist eine 2,55 auf Hoffe doch gar nicht so verkehrt. Ist uns eine Wette wert oder sagst du, Köln kommt zurück? Ja, ich habe Hoffenheim halt beide Male extrem schwach erlebt und gegen Hertha 3-0 verloren und gegen Paderborn nicht gewonnen. Gegen den Tabellenletzten, wenn du da keine 3 Punkte einfährst, dann hast du natürlich erstmal keine Argumente auch hier auf einen Sieg. Köln hingegen, ja, du hast es gesagt, schießt viele Tore, kassiert auch gerne Tore. Hier einen Sieger zu sich festzulegen, finde ich jetzt schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, weil ich hier auch von einem Unentschieden ausgehen würde. Aber darauf zu setzen, finde ich jetzt auch nicht so wirklich spannend. Dann gibt es jetzt wieder einen Sportwettentipp. Wir haben gerade eben gesagt, Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber und auch von Quoten sollte man sich nicht manipulieren lassen. Das heißt, wenn man sagt, oh, die Quote ist so geil, deshalb setze ich drauf. Wenn man vorher sich vielleicht überlegt, okay, die Mannschaft wird, ich favorisiere die Mannschaft, aber dann sehe ich die Quote und gehe auf die andere, das ist schlecht und zum Scheitern verurteilt. Wer würde denn bei den Eisernen Union Berlin gegen Mainz als Sieger vom Platz gehen? Da habe ich nämlich eine Idee. Aber ich höre jetzt erstmal deinen Tipp. Da habe ich nämlich auch die Idee, dass hier auch keiner eigentlich den Sieg verdient hat. Deswegen werfen wir danach noch mal einen Blick auf alle Spiele, die hier unentschieden ausgehen an diesem Spieltag. Denn ich komme bestimmt auf 4, 5 Spiele, bei denen ein Unentschieden zumindest absolut realistisch ist. Und von daher wittere ich da eine 2-4er-System-Unentschieden-Wette. Deswegen aber gerne deine Idee zu diesem Spiel und es hat wahrscheinlich was mit einer Halbzeitwette zu tun. Wenn du mal auf unsere Asian Handicaps gehen würdest, da wäre ich dir sehr verbunden, tatsächlich keine Halbzeitwette. 2 aus 4 Unentschieden, da bin ich auf jeden Fall dabei, da können wir auch zusammen einen Wettschein dann machen und auch wirklich abschicken. Meine Idee wäre hier tatsächlich X2, weil ich wahrscheinlich, schau, ich habe es gesagt und schon wird die Quote schlechter, witziger Zufall, weil ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus und ich sehe eher Außenseiterchancen bei Mainz, einfach bei Union. Das Publikum, glaube ich, wirklich fehlt und wir haben jetzt 2 Niederlagen, kein Tor geschossen. Deshalb denke ich, X2 würde ich gerne einloggen, wenn nichts für dich dagegen spricht. Naja, die Quote spricht halt dagegen. Bitte? Die Quote spricht dagegen, weil du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und du solltest wissen, dass eine 1,7 für mich bei so einer Wette zu wenig ist. Aber ich würde mich darauf einlassen mit minus 0,25 auf Mainz. Das heißt, beim Unentschieden gewinnt man die Hälfte. Damit kann ich irgendwo besser leben als mit dieser Double-Chance-Geschichte auf Mainz. Und auch in dieser Übersicht heißt unsere Wette quasi Mainz plus 0,25, weil die Quote jetzt hier aus der Sicht der Heimmannschaft angegeben worden ist. Das bedeutet, sind wir schon alle Spiele durch, oder? Ja. Ja. Wir gehen jetzt einmal unsere Hauptwetten durch und dann überlegen wir uns noch eine 2 aus 4 Unentschieden. Okay? Nein, wir haben Düsseldorf gegen Schalke noch. Aber ein Spiel, das im Moment, glaube ich, gar keiner braucht. Vor allem die Schalker nicht. Die haben jetzt 9 Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnen können. Und der letzte Sieg war im Januar und jetzt haben sie gegen Augsburg zu Hause 3-0 verloren. Und wann wollen die mal wieder gewinnen? Wenn nicht jetzt gegen Düsseldorf. Aber Düsseldorf, ja, ist halt auch gar nicht so schlecht und schwer zu schlagen unter Uwe Rösler. Deswegen hier auch eins dieser Spiele, bei denen man unmöglich eigentlich auf eine schwache Schalke-Mannschaft setzen kann, aber genauso wenig auf eine minder überzeugende Düsseldorfer Mannschaft. Ein
X natürlich sehr interessant, wenn man das mit mehreren Spielen kombiniert. Aber andererseits hat man dann immer im Hinterkopf, ich zumindest, die Hoffnung, oder Hoffnung ist es nicht, aber das Bewusstsein, dass Schalke ja eigentlich gut genug ist, Düsseldorf zu schlagen, und dafür ist die Quote von 2,75 eigentlich attraktiv genug. Aber sie haben sie im Moment nicht verdient, deswegen darauf zu setzen, wäre irgendwie blanker Hohn. Was krass ist an Düsseldorf, wenn du mal überlegst, wie oft die in den letzten Wochen unter Rösler in Führung gegangen sind. Jetzt waren es ein 2-0 in Köln, es war mal ein 3-0 gegen Berlin. Ich glaube, sogar gegen Frankfurt haben sie erst in der Schlussminute das Unentschieden kassiert. Also die haben viele Last-Minute-Unentschieden gefangen, könnten deutlich besser positioniert sein, sind sie aber nicht. Dementsprechend, wir haben im Hinterkopf, dass Schalke irgendwann mal wieder die Hinrundenform bringen wird. Wird es gegen Düsseldorf sein? Ich weiß es nicht. Geben die Düsseldorf-Spieler auf oder sagen sie, hey, wir sind so nah dran, wir geben weiter Gas, wir glauben an den Trainer. Schwierig, no bet, Einzelbet finde ich auf jeden Fall richtig, und jetzt sind wir alle Spieler durch. Genau, und weil uns ja dann vorgeworfen wurde, dass wir ja immer ein bisschen rumeiern, aber im Endeffekt haben wir zwei Tipps letzte Woche abgegeben, die waren beide korrekt. Also hier geht es nicht um Tippen oder dass man irgendeinen Tipp aus der Hüfte schießt, der dann nur so halbgar ist. Wir eiern rum, wenn wir uns nicht sicher sind, aber dann wetten wir halt auch nicht. Und du kannst ja nicht bei jedem Spiel einfach wissen, was passiert. Und deswegen, ja, ist es manchmal einfach nicht so einfach. Und was wir jetzt hier haben, doch mehr Wetten als beim letzten Mal und auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und vor allem ein Unentschieden bei Bayern gegen Dortmund mit 0,25 Einheiten. Ja, dann müssen wir schon auf den Mittwoch gehen. Da haben wir einen Sieg auf Augsburg für eine 2,0. Ja, und bei Union gegen Mainz, Asian Handicap, plus 0,25 auf die Mainzer mit einer 1,99 um den Dreh. Und dann bin ich euch noch meine 2-4er-X-Systemwette schuldig. Das heißt, man wettet 4 Unentschieden. Wenn 2 davon eintreffen, macht man schon leicht Gewinn. Wenn 3 eintreffen, macht man um die 8 Einheiten Gewinn, was wir in der Saison auch schon einmal geschafft haben und deswegen hier auch ziemlich profitabel und im Plus sind in diesem Bundesliga Format, konkrete Abrechnungen bei Zeiten, wenn es mal wieder Zeit ist oder wir Zeit dafür haben. Aber diesen Spieltag sehe ich hier einige Unentschieden, wie schon eben das Bayern-Dortmund-Spiel. Bei Leverkusen-Wolfsburg, bei dieser 4-2er-Quote würde ich auch drauf gehen. Bei Hoffenheim-Köln mit 3,7 und Union Mainz, keiner einen Sieg verdient, das würde ich auch mitnehmen. Schalke-Düsseldorf, dafür ist die Quote fast zu schlecht. Aber dann haben wir hier nämlich 4 Spiele mit relativ hohen Unentschieden-Quoten. Und wenn 2 richtig sind, dann hat man schon einen ordentlichen Gewinn. Und wie gesagt, wenn 3 davon richtig sind, dann knallen schon die Sektkorken. Und wenn alle 4 richtig sind, dann muss keiner von uns jemals wieder irgendwas machen. Naja, so krass auch nicht, aber es ist zumindest Pfanddosen einsammeln. Auf jeden Fall, ich mache auch eine 2-4er Unentschieden-Wette, die poste ich aber in den Kommentaren. Ich schaue mir das morgen nochmal an. Bei mir wird Werder definitiv dabei sein. Ansonsten, auch die sagen, dass wir rumeiern. Danke dafür, dass ihr bis zum Ende zuschaut. Das ist saugeil von euch. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Daumen. Und wir sehen uns dann schon wieder am Donnerstag, weil es ist englische Woche und Bundesliga, der Ball rollt wieder. Sind wir doch froh. Bye, bye.